Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Ja, und es gab jetzt vor kurzem ein Update, ich weiß nicht, ich glaube gestern oder so ein Update mit Winterszenerie und ja, ich bin schon gerade am gucken, ob ich da irgendwas Nettes finde, weil was ganz cool gewesen wäre, wirklich so ein kleines Winterdorf zu bauen, so ein kleines Winterdorf, so frisch zu Weihnachten. Naja, aber ich habe da momentan hier noch nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob wir das erforschen müssen oder ob wir das nochmal... Ich denke mal, wir werden es erforschen müssen, weil hier steht zum Beispiel aktuell. Ich glaube, das ist neu hier, dieses aktuelle. Das war, glaube ich, vorher nicht drin. Deswegen gehen wir nochmal kurz in die Forschung. Und da haben wir sogar eine neue Achterbahn. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Was haben wir hier? Abgeschlossene Forschung. Das haben wir da. Okay. Und dann gucken wir uns gleich erstmal an, was wir denn da erforscht haben. Oh, das sieht aber auch nett aus. Black Falcon Achterbahn. Nett. So, gucken wir mal hier. Ah, guck mal hier, Design. Szenerie im festlichen Stil, das müssen wir also erforschen. Und Regiona, Arktisflora, das müssen wir auch nochmal erforschen. Aber wir machen als allererstes erstmal die Erforschung von der weihnachtlichen Szenerie. Dann können wir uns nämlich dann auch eben vielleicht so ein kleines Winterdorf, so eine Art kleinen Weihnachtsmarkt oder sowas bauen. Müssen wir mal gucken, was wir da Schönes kriegen. Freue ich mich drauf. Geben wir auch mal ein bisschen mehr Geld rein. Ich würde mal sagen, so 1000. Schmeißen wir da mal 1000 rein. Dann sind wir da auch fix durch. Karussellfahrt bis in den Himmel haben wir hier. Groß und größer. Ja gut, das ist sowieso noch in der Forschung. Forschungsausgaben insgesamt ist auch klar. Hier müssen wir auch nochmal reinschauen. Das habe ich nämlich so von der Szenerie, von der Statistik hier eigentlich auch noch nicht so mir so wirklich angeguckt. Man kriegt da eine Menge Hinweise. Zum Beispiel hier, zu wenig WCs, zu wenig Essen, zu wenig zu trinken. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Und ja, Marketing, das ist sowieso momentan noch am Laufen. Hier sind wir in der Forschung drin, in Finanzen, das ist klar. Da haben wir, sind wir, glaube ich, auch ganz gut mit bedient, glaube ich. 240.000, da sehen wir, glaube ich, ganz gut aus. Und da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Bonus für ausgeglichenen Park ist 50, da müssen wir auf 60 hoch. Und was mussten wir noch? Wir mussten, ich gucke mal rauf. Ach so, okay. Ich dachte immer, man schließt die Szenerie ab, beziehungsweise man schließt die Herausforderung ab, wenn man irgendwas erreicht hat. Das tut man zwar, aber wahrscheinlich kriegt man, glaube ich, nur für Herausforderungen immer nur ein Geldgeschenk. Weil hier kommt immer mehr dazu, weil das kenne ich ja noch gar nicht hier. Baue eine mindestens 900 Meter lange Achterbahn. Erreiche einen Bonus von 60. Das könnten wir hinkriegen. Und eine Achterbahn mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30. Müssen wir mal gucken. Ich dachte, das wären wirklich unterschiedliche Sachen. Naja, gut, okay. Gut, was ich erstmal machen möchte, ich soll ja so ein bisschen für Essen sorgen, beziehungsweise für Getränke sorgen. Ich muss mal eben kurz gucken, was haben wir denn hier? Hier haben wir doch was zum Essen, ne? Beef. So, und hier haben wir nichts, hier haben wir nur was zu essen. Hier haben wir diesen Hüteladen und hier ist der Getränkeladen, ne? Sehe ich das richtig? Milchshake, jo. Das heißt, hier haben wir zu trinken, zu essen. Hier hatten wir auch beides, meine ich. Hier ist auch beides. Und dann würde ich doch mal sagen, bauen wir hier oben nochmal glatt hin. Das wollten wir ja eh machen. Und dann bauen wir hier doch mal ein paar Servicegebäude hin. Bisschen noch zum Futtern. Tickethäuschen. Ja, Tickethäuschen brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Informationen. Brauchen wir jetzt auch nicht zwingend, obwohl könnte man schon machen, so ein kleines Häuschen. Machen wir hier so eine kleine Einkaufspassage hin. Ja, aktuell, da machen wir uns dann separat nochmal ein, ja, wie gesagt, so ein winterliches Dorf. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Sci-Fi-Imbissstand, Sci-Fi-Einkaufsbereich, wie sieht das aus? Na, das sieht scheiße aus. Wollen wir nicht. Ach Gott, 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 was ist das denn? Okay. Doppelter Piraten. Oh, sieht zwar nett aus, aber es ist auch schon ein bisschen... Hats. Nee, muss auch nicht sein. Western Imbissstand. Hot Food. Nee. Das hört mich hier alles nicht so an, muss ich sagen. Aber wir sind ja sowieso mehr so in Richtung Piraten. Burgerladen. Burgerladen. Piratenfestung. Burgerladen. Ich glaube, ich mache hier nochmal so einen kleinen hin. So, das war ja mit Müll.
Können wir mal hier so ein bisschen hinten hinsetzen. Mit so einer Art kleinen Platz oder sowas können wir hier mal hinbauen. Ja. Vielleicht hier vorne mal so hin. So kann man das ja machen. Und dann können wir sonst hier nämlich noch was zu trinken hinbauen. Machen wir nochmal so einen hier vorne hin. Vielleicht direkt mal so daneben. So. Ich hoffe, das macht so Sinn. So, dann machen wir nämlich noch ein paar Wege hin. Nämlich den Weg. Und den machen wir ein bisschen brighter. Ach, das macht dann natürlich nicht die Sau. Na, ich würde eigentlich hier richtig so eine... mal so eine kleine Insel ransetzen. Naja, gut, okay. Lassen wir das erstmal. Naja, gut, wir hätten uns eigentlich auch mal so einen Weg bauen können. Naja, ist egal. Lassen wir es erstmal. Und dann brauchen wir natürlich, brauchen wir dazu natürlich noch ein bisschen Szenerie, beziehungsweise ein paar Mülleimer brauchen wir hier. Die können wir eigentlich gleich hier vorne so hinsetzen. So, da einen hin. Da einen hin. Ja, das reicht, glaube ich. Und noch ein paar Bänke dazu. Wir können auch normale Holzbänke nehmen. So. So. Können die Leute sich hier schön zum Spachteln hinsetzen. Und dann können wir nämlich hier noch weiter ausbauen. Wir können uns schon mal so einen Platz aussuchen. Für die Winterszenerie. Können wir entweder hier hinbauen oder hier oben hin. Ich tendiere eher mehr zu hier oben, weil ich weiß nicht, der Platz gefällt mir ein bisschen besser. Gucken, wie weit wir in der Forschung sind. 65%. Hier sind wir gleich fertig mit der Karussellfahrt. Mal gucken, was das ist. Also ein, zwei Attraktionen nachher für die Winterlandschaft wäre ja auch nicht verkehrt. Ah, nun mach, forsch fertig. Forsch fertig! So, beide 99%. Die sind gleich fertig. Wir uns die auch gleich angucken. Na. Na. Etwa ein Tag. So. Forschung anzeigen. Was haben wir denn da gekriegt? Das sieht man hier so schlecht. The Aeronauts. Familienfahrgeschäft. Familienfahrgeschäft ist auf jeden Fall schon mal gut. Für... ja, Familie. Naja, für so einen Winterladen. Ich glaube, das wäre schon mal gar nicht verkehrt. Und dann haben wir hier ein Sundial. Heißt es, spricht sich das so? Sundial Nervenkitzel-Fahrgeschäft. Ja, wollen wir schon mal gucken. Aber wir können das hier schon mal ein bisschen abstecken, oder? Vielleicht mal so ein Zaun. Gibt das hier irgendwas mit Zäunen oder sowas? Zäune. Schilderweg. Ja, Schilder ist in Ordnung. Toilettenstandschild. Groß sind die Dinger denn? Achso, okay. Diverse. Ich würde am liebsten mir irgendwie... eine Art, ja, sowas hier, sowas, so ein Seilzaun. Ich will natürlich keinen Seilzaun hinbauen. Warte mal, das können wir doch auch suchen, nicht Trottel. Zaun, Zaun, Zaun. Können wir das hier vorne vielleicht? Gibt es nur den offiziellen Zaun? Was ist da? Zau? Zaubernetze. Ah ja, okay, macht Sinn. Hm. Also einen richtig schönen Zaun oder sowas. So, das ist natürlich normal. Dann haben wir hier noch so eine Thron. Aktuell. Achso, aktuell. Das kann auch sein, dass es einfach nur die Sachen sind, die ich jetzt benutzt habe. Das kann es natürlich auch sein. Das brauchen wir, um irgendwas zu bauen. Also irgendwelche, ja, um irgendwelche Gebilde hinzusetzen. Das wollen wir jetzt aber gar nicht. Wir wollen ja vielleicht irgendwie so einen Zaun, wird es doch geben, sag mal. Requisiten. Ja, wir brauchen aber auch keine Requisiten. Ich brauche irgendwas Zaunmäßiges. Sowas. Geschwungener Holzzaun. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Geschwungener Holzzaun. Das kann man doch machen.
Wir können natürlich auch mal warten. Was haben wir hier? Laufgeländer. Wir könnten natürlich auch mal einfach mal abwarten. Vielleicht ist bei dem Winterzeugs irgendwas dabei. Vielleicht irgendwelche, so ein winterlicher, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein winterlicher Zaun hier oder irgendwas. Wimpel. Wimpel könnte man, ja gut. Naja. So richtig passend tut das auch nicht. Oh, Forschung ansehen. Festliche Szenerie. Weiter. Sehr gut. So, gleich weiterforschen. Gleich weiterforschen, gleich Gas geben. Arktisflora. Ja, kann man machen. Will ich jetzt aber eigentlich gar nicht mal so wirklich. Festlicher Ausflug. Das Rückgrat ist... Wir machen mal festlichen Ausflug. Kracher. Beschleunigtes Teilchen. Monsignor Frittes. Also Fritten kriegen wir hier. Wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Gulpi. Arktisflora. Alternative Abschuss. Die Freiheit des Fliegens. Rückgrat des Westens. Exzentrischer Klassiker. Läuft wie geschmiert. Exzentrischer Klassiker. Machen wir das mal. 30 Tage. Komm, dann geben wir auch mal hier auf 1000. Und hier auch mal auf 1000. Dann sind die Sachen früher fertig. So. Ey, mein 89 Tage ist auch schon heftig. So. Gut. So, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ich hatte... Achso, warte mal. Festlich. Ist da irgendwas noch... Okay. Wo hatte ich jetzt gerade geguckt? Das war hier, ne? Diverses. Ach, guck mal hier, was wir hier alles Schönes haben. Baumschmuck. Ah. Schmuck. Da können wir einfach mal durchgehen. Was haben wir hier? Hier so eine Hütte. Mhm. Blumenkasten. Geschenke. Ja, ich brauche irgendwie einen Zaun oder sowas. Das würde ich richtig geil finden. Geschenke. Ja, wie gesagt, den Holzzaun, den können wir schon mal im Auge behalten. Aber ich brauche nochmal so einen richtig schönen, Zaun. Irgendwie so einen Eisenzaun oder irgendwie sowas. Aber das scheint es hier nicht so zu geben, das, was ich mir so vorstelle. So einen altmodischen Zaun. Das gibt es hier nicht wirklich. Ja, das finde ich jetzt mal noch ganz witzig hier mit den Zuckerstangen und so, aber kann man ja auch gerne als Deko nehmen, aber so einen richtigen Zaun hätte ich ganz gerne mal. Hm. Finde ich sehr schade. Was ist das hier? Lange Holzleiter. Na. Lange Treibholzplanke. Kunstschnee. Ja, sehr geil. Das können wir uns auch gleich nochmal gönnen. Ich will nur erstmal sehen, dass ich mir hier... Ich brauche einen Zaun. Zumindest nach vorne hin. Anbindepfosten. Ja, auch nicht so der Brüller. So. Holzzaun. Findet er auch nochmal was normal unter Holzzaun? Oder findet er wirklich nur... Okay. Das ist das Einzige, was er findet. Ja, finde ich zwar so schon ganz nett, aber ist noch nicht so das, was ich suche. Zumal, weil das geschwungen ist. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte mich hier also einen Zugang setzen. So eine Art kleines... So ein kleines Wintergebiet hier bauen. Das möchte ich. Ein kleines... So. Ja, sieht nicht so aus. Wie gesagt, ich hätte das ganz gerne, dass ich hier einmal ringsrum... Könnte man natürlich trotzdem so ein bisschen rundlich machen hier. Kann man natürlich so ein bisschen an die Attraktion hier anpassen. So. Ja,
Könnte man natürlich auch hier noch weiter zimmern, das Ganze. Das könnte man machen. Ja, gut. Machen wir da eben halt ein paar Bäumchen oder sowas hin. Machen wir das so. Muss hier, sagt ja auch keiner, dass es gerade sein muss. Aber ich hätte es ganz gerne ein bisschen gerade. Verschiedene Elemente, so. Weil hier geht es nämlich denn jetzt schon los. Jetzt hätte ich hier zum Beispiel mal ganz gerne gerade Elemente gehabt. Das gibt es aber wieder nicht. Können wir uns gleich mal den Kunstschnee mal angucken. So. Dann machen wir uns hier irgendwann mal so eine Fläche so ringsrum. Gut. Dann machen wir das mal weg. Kunstschnee würde ich mir ganz gerne mal angucken. Ah ja, okay. Mhm. Das kann man hier schön in die Ecken stopfen, so hier vorne so hin. Das passt, glaube ich, hier ganz gut hin. Kann man das auch so ein klein wenig... Wie sieht das denn aus, wenn man das hier vorne so hinsetzt? Ah. Ja gut, kann man machen. Da kann man eigentlich so schön so die... also so eine Hütte oder sowas reinsetzen. Das kann man natürlich auch ganz wunderbar machen. So, und ich hätte ganz gerne hier vorne so ganz klassisch... Machen wir uns erstmal einen Weg rein, würde ich sagen. Könnte man eigentlich auch mal so als normalen Weg machen. Wir brauchen ja nun keinen normalen Straßenweg. Wir machen ja einfach mal so einen natürlichen Weg. Auch gerne mal ein bisschen... So, machen wir uns hier einfach mal so einen natürlichen Weg hin. Machen da so ein bisschen Schnee rein und sowas können wir ja alles machen. Läden, Souvenirläden haben wir hier. Haben wir da noch irgendwas in Richtung? Na, da haben wir natürlich auch jetzt nichts ganz Pralles dabei. Ticketshops. Ist so weihnachtlich. Warte mal, was haben wir da? Märcheneingang. Huch. Nee, das ist, glaube ich, nicht das, was wir suchen. Das ist eben halt nur so Märcheneingang. Das will ich eigentlich gar nicht. Festlich Eingang klein. Siehst du, ja, guck mal, das ist das, was ich suche. Sieht zwar nicht so ganz toll aus, aber naja. Hat auch was von einem richtig kitschigen Weihnachtsmarkt. Dann können wir das eigentlich auch gleich mal hier vorne mal den Weg mal wegnehmen. Dann können wir das ein bisschen schicker gestalten. Das nehmen wir auch mal weg. Und dann bauen wir uns da doch mal einfach irgendwie... So ein Torbogen mal hin. Wo hatte ich das jetzt gefunden? Na gut, das waren die letzten Sachen, die ich mitgenommen hatte. Requisiten, was haben wir hier? Achso, okay. Schilder. Wo hatte ich das denn gerade? Fest. Schade, dass man hier nicht so direkt so Weihnachtsszenerie oder dass man sowas hier direkt mal hat. Das wäre auch nicht schlecht. Baupläne. Szenen. Okay, ah, guck mal, hier Szenen. Da können wir noch mal gucken. So, Szenen, da können wir uns gleich mal... Nicht schlecht. Sputniks Reisen. Weihnachtsgeschenkebaum. Uiuiui. Na gut, versetzen können wir die Dinger ja immer noch. Das ist ja nicht das Problem. Schön, wenn der Stern so ein bisschen gerade davor steht. So vielleicht. Wenn wir so einen kleinen Weihnachtsmarkt hinbauen. Vielleicht hier so vielleicht. Funkeln. Die funkeln sogar die Lichter. Sehr geil. So will ich das sehen.
Ja, eigentlich müsste ich jetzt hier überall Schnee eigentlich hinsetzen. Weihnachtsbaum-Szene klein. Moment, wir können doch auch Terrain. Können wir doch auch einfärben. Mal gucken, haben wir hier irgendwas wie Schnee oder sowas? Haben wir nicht, ne? Schade. Wasser, Formen. Schade, da hätte man jetzt hier mal richtig schön mal so Schnee nehmen können. Richtig zack. Aber so bringt das alles nicht. So hätte man das hier so ein bisschen so schneemäßig machen können. Aber das scheint es nicht zu geben. Es sei denn, es gibt es tatsächlich auch nicht in der Forschung, oder? Oh, die Fritten sind fertig. Mhm. Forschung weiter starten. Arktisflora, da müssen wir mal gucken. Arktisflora, das werde ich mal erforschen. Machen wir auch mal, geben wir mal richtig Kohle aus hier. Mal 2000 Arktisflora, weil da haben wir ja auch höchstwahrscheinlich Schnee. Vielleicht, huch, geht das nicht? 2000? Geht nur 750? 1000 vielleicht? Ne, maximal, nachher steht ja da auch 750. Na gut, dann warten wir hier noch ein bisschen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht auch noch Schnee oder sowas setzen können. Weil hier überall so Schnee setzen, das finde ich jetzt nicht so geil. So, ich brauche auf jeden Fall, aber auch noch für unseren Weihnachtsmarkt, brauche ich auf jeden Fall noch so diesen Torbogen, den wir vorhin gerade hatten. Ah, wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Auch sehr cool, aber das ist ein bisschen niedrig, ne? Ah, kann man ein bisschen versinken lassen, kann man das ja. Ah, Weihnachtsgeschenk, ah, hier schön. Was haben wir hier? Geysir. Okay, das passt natürlich nicht in die Szenerie. Mhm. Ja gut, das passt natürlich auch nicht rein, aber ich will mal so manche Sachen ausprobieren hier. Was haben wir hier noch? Okay. Ja, wie gesagt, diverse Weihnachtsbäume, aber der gefällt mir nun gar nicht. Das ist mir viel zu viel Bling-Bling. Also das gefällt mir schon wesentlich besser. Wobei die Toreingänge waren jetzt auch nicht so der Knüller. Angepasst. Festliche. Ach, guck mal, da haben wir schon. Guck mal, da haben wir vielleicht schon so einen Zaun. Das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Aber ich brauche eben so ein Tor, so ein Eingangstor, Bräuner. So, das ist leer. So, das passt also schon mal gar nicht. Art, höchster Preis nach Art. Name. Ah, angepasst. Wo sind denn die Tore hin? Die Tore. Animatronik. Da können wir auch mal reingucken. Vielleicht ist da auch was Festliches dabei. Sieht mir aber momentan nicht danach aus. Was ist das denn hier? Lichterkette variabel. Aha. Ja gut, Lichterkette. Die kann man natürlich überall ranpinseln. Das ist schon in Ordnung so. Torbögen. Da ist schon noch irgendwas. Ja, Torbögen. Das suche ich natürlich auch. Aber ja nicht das, was ich hier habe. Wo sind denn die Torbögen? Mein Gott. Oder waren die hier mit bei? Das kann natürlich auch sein, dass die hier mit bei waren. Da gibt es natürlich schon einiges, was wir hier hinbauen können. Aber ich suche ja Torbogen. Gucken. Ich suche einfach nochmal nach Bogen. Was ist das denn? Bogen, ja. Pass mal auf. Tor. Obwohl, wir können das auch eher nach festlich mal suchen, da findet er gar nichts unter festlich. Da gibt's doch nicht. Wo hatte ich denn diese Torbögen gefunden? Hm. Ach Mensch, das ist aber auch echt bedauerlich. Wo haben wir das denn alles hingesetzt? Roktopus. Ich schaue noch mal kurz in die Forschung. Festlicher Ausflug. Exzentrischer Klassiker.
Attraktion, Läden. Ich hatte das doch eben noch gefunden. Läden, Fahrgeschäfte. Fahrgeschäfte ist es ja auch nicht. Haben wir überhaupt noch was zum Anbieten? Ja, kann man hier ja auch umsetzen. Das ist ja nicht, nicht ganz verkehrt. Würde ich auch nicht verkehrt finden. Sieht zumindest auch farblich ganz gut dazu aus. Trotzdem, ist das doch in der Szenerie oder waren das Servicegebäude? Ach, Servicegebäude seid ihr. Festlicher Eingang, ja, okay. Festlicher Eingang, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir den Eingang oder nehmen wir den Eingang? Ich meine, das sieht natürlich auch ein bisschen zu kitschig aus, aber naja. Wir haben ja eigentlich auch mehr. Ich finde das fast ein Ticken geiler noch. So rum oder so rum. Das finde ich schöner. Nehmen wir das mal so. Zip. So, und dann drehen wir das noch ein klein wenig. Das haben wir hier dann hier so einen kleinen Eingang. So. Und dann machen wir uns noch einen Weg hin. So. So. Dann brauchen wir natürlich noch einen vernünftigen Weg. Wir nehmen mal den. Den können wir auch gerne ganz schmal machen. So, mal ringsrum. So. Dann haben wir nämlich hier so einen kleinen Weg. Direkt um den Weihnachtsbaum rum. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Da kann man ja auch gleich noch mal schon Szenerie einbauen. Finde ich ja schon mal nicht verkehrt. So haben wir jetzt endlich mal diese Arktis-Szenerie. Oh ja, haben wir. Arktis-Flora. Region, Arktis, weiter. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt tatsächlich da was machen können. Arktis, Arktis. Ich suche hier mal nach Arktis. Arktis. Da hat er jetzt momentan nichts. Okay, Arktis Flora. Flora, das werden also irgendwelche Pflanzen sein. Vielleicht Eisfelsen. Okay, das ist dann schon mal interessant. Eisfelsen. Eisfelsen haben wir. Und dann haben wir noch Schneefelsen. Haben wir auch noch hier. Haben wir jetzt unter Terrain. Haben wir jetzt tatsächlich auch. Ne, haben wir nicht, ne? Was ist das? Das ist einfach nur normal Stein, oder? Ja, das ist einfach nur. Das jetzt mal so als Schneevariante, was wir jetzt hier haben. Das wäre eigentlich optimal. Das wäre echt optimal. Was haben wir hier? Stehendes Wasser, Schmutzwasser, ruhiges Wasser. Ne, das bringt es ja nicht. Ah, schade, 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 schade. Das hätte ich ganz gerne gehabt. Das wäre echt genial gewesen. Das heißt, wir müssen das irgendwie, müssen wir das so gebastelt kriegen. Was haben wir hier? Tickethäuschen. Informationen können wir hier natürlich auch reinsetzen, nur da passen die Gebäude eigentlich nicht zu. Das ist so ein Tickethäuschen hier, beziehungsweise so ein Infostand, das ist ja auch nicht so. Das gefällt mir alles nicht so richtig.
Wir können hier aber mal ein WC oder sowas reinsetzen für die Leute, die den ganzen Weg hierher gelatscht sind. Ich würde ganz gerne hier so ein paar kleine Shops reinsetzen und das eine oder andere. So, machen wir einfach so. Ich habe ja keine anderen Locations. Ich müsste das erstmal hier alles so ein bisschen nett machen. Aber das wird, glaube ich, so nichts. Unterhaltungsstelle. Was ist denn eine Unterhaltungsstelle? Unterhaltungsstelle. Toilettenblock. Geldautomat. Just a momento. Looney Bloons. Was haben wir denn hier noch? Park. Eingangstor. Auch interessant. Tickethäuschen. Fritten können wir hier auch mal reinsetzen. Ja, es sieht jetzt nicht so wirklich weihnachtlich aus. Das müssten wir hier vielleicht auch mal so ein bisschen einpacken oder sowas, dass das ein bisschen netter aussieht, das Ganze. Ganz gefällt mir das noch nicht. Könnte das hier sogar irgendwie so ransetzen. Machen wir gleich nebenan. Das können wir ja kombinieren. Wir können ja theoretisch, oder was heißt theoretisch, wir können auch praktisch alle Läden hier ja so miteinander verknüpfen, dass es quasi ein Block ist und könnten das quasi als Einkaufszeile dann auch bei Workshop hochladen. Toilettenblock, Chicky Chicky, was auch immer. Beef können wir dazu packen. Das waren ja Fritten hier, ne? Na, packen wir die. Hier siehst du, dann können wir das nämlich direkt nebeneinander packen. Das finde ich schon gar nicht so doof. Würde ich dann aber eher dahin packen wollen. Kann man nämlich hier ein großes Areal bauen, wenn man möchte. Wenn man das dann wirklich möchte. So, das waren Fritten und... Waren sie doch, ne? Das waren Fritten, das war Beef. Was haben wir hier? Information. Gut, dann hätten wir die Information auch ändern können. Nächste Watt. Dann machen wir das nämlich nochmal ganz anders. So natürlich nicht. Scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Kann ich dich nicht hier mal ein bisschen abbauen oder so? Gebäude ausführen oder machen das anders oder so. Dich möchte ich ganz gerne abreißen. Dann können wir nämlich lieber mal eine kleine Information dazu nehmen. Information. Das packt er natürlich da wieder nicht rein. Das finde ich nicht schön. Noch ein bisschen gedreht werden. So. Zack. Siehst du, genau das wollte ich nämlich eigentlich, dass man das nämlich so ein bisschen miteinander verknüpfen kann. So, jetzt haben wir hier mal einen Frittenladen, wir haben hier einen Burgerladen, wir haben hier die Information. Looney Bloons, was auch immer das ist. Ach, Balance, okay. Missy Good. Wir können das hier mal so als kleine Ladenzeile machen. Fritten haben wir nochmal hier. Mexcelente können wir hier auch nochmal reinsetzen. Das sind also Donuts, das sind Ballons, das sind Tacos. Erste Hilfe wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Ice Cream können wir auch machen. Setzen wir hier hin. Beef haben wir schon. Chicky Chicky, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Was ist das denn eigentlich? Ach, guck mal, das ist einfach nur... Okay, verstehe schon. Ja, da haben wir hier so eine Zeile. Die könnten wir natürlich dann mit diesen ganzen Bauteilen, die wir haben, auch noch schön so zusammenfassen als einzelne Zeile. Müssen wir mal schauen, ob wir das so machen. Cosmico Milchshakes hatten wir auch schon, ne? Nee, hatten wir noch nicht. Milchshakes hatten wir noch nicht. Machen wir hier Milchshakes hin. Also langsam ein bisschen groß. Ein WC, ja, das WC würde ich aber trotzdem hier von ansetzen. Das sieht sonst ein bisschen merkwürdig aus. Erste Hilfe. Herz Fantastic. Hot Dog. Ach Gott, da haben wir so viele. So, was haben wir hier? Information Just a Momento. Was ist denn Just a Momento? Auch scheinen mir auch irgendwas mit Geschenken zu sein. So, das ist Milchshakes. Das ist eben das Hühnchenbein. Hier gibt es die Tacos, hier gibt es die Donuts, Ballons, Informationen. Dann gibt es hier Fritten, Burgerladen. Dann haben wir hier die Milchshakes.
Nee, Ice Cream. Hot Dogs. Und dann haben wir noch Hats Fantastic. Das sieht doch nett aus. Aber was mir nicht gefällt, wir bauen das um. Das gefällt mir schon mal so gar nicht. Das machen wir bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Planet Coaster wieder, wenn wir hier weiter den Weihnachtsmarkt dekorieren. Erstmal müssen wir die ganzen Stände hinstellen. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie nochmal so ein bisschen was Weihnachtliches reinkriegen. Weil bis jetzt ist es wenig weihnachtlich, bis auf den Weihnachtsbaum. Naja, werden wir sehen, kriegen wir hin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und fürs Durchhalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Planet Coaster wieder. Macht's gut. Tschüss.